Achter, neunter, zehnter. Sieben, acht, neun, zehn. Also, vierter Tag nach Ansatz. Linsen und Radieser. Vierter Tag. Schwarze Bohnen und Erbsen. Vierter Tag. Guck mal hier, wie das Leben da so rauspiekst. Punch, Puree und Ajwan. Radieschen. Guck dir die Radieschen von oben an. Das sind Radieschensprossen. Das ist Superfood. Das sind Vitamine, Mineralien, die ihr so nicht kaufen könnt. Die könnt ihr euch nur zu Hause in eurer biologisch gewachsenen Küche selbst herstellen. Und die kleinen süßen, unschuldigen Brokkoli. Die kleinen Brokkoli-Jungs. Die könntet ihr zum Beispiel in den Vertikalensafter reinpacken. Oder ihr könntet davon lustige Suppen machen. Oder Linsensalat. Oder ihr könnt sie sauer einlegen mit Essig. Dann könnt ihr sie mehr als ein Jahr ganz bequem auf der Fensterbank oder wo es kühl ist lagern. Da, die Wurzelkeime. Ja, Staunässe mögen sie gar nicht. Dann fangen sie gleich an, komisch zu werden. Also zwei, dreimal am Tag mindestens ordentlich spülen, Zeit fürs Abtropfen geben und dann, naja, dann habt ihr Biomasse satt. Da könnt ihr über die anderen lachen. Da hat keiner raufgehustet, raufgespuckt, nichts. Da sind nur eure Keime dran. Und Abwehrkräfte sind sehr wichtig. Sie sind wichtiger als alles andere. Sie sind wichtiger als die merkwürdigen Medikamente, Vitamine, die ihr in der Apotheke kaufen könnt. Die könnt ihr in eine Tonne treten. Wisst ihr warum? Weil die Vitamine, die ihr auch nehmt, dazu ist es wichtig, dass ihr die weltberühmten Onkelchen sekundären Pflanzenstoffe zu euch nehmt. Denn die Mikrobiologie, die in euch ist, diese brauchen genau diese Farbigkeit, Angekeimtheit, Buntheit, die kleinen frischen Wurzeln, da ist die ganze Power drin. Holt euch die Power, lasst euch keinen Blödsinn durch die Werbung einreden. Macht eure eigene Werbung, macht euch euer Leben pro. Das Leben ist schön und es fängt mit der Verkeimung in der eigenen Bude an. Entweder ihr seid so pfiffig und könnt die Verkeimung, die Mikrobiologie im Zaum halten und für eure Zwecke nutzen. Oder ihr seid Opfer eurer Mikrobiologie und müsst die Sache brav aushalten. Müsst auch den Geruch aushalten, den das dann ausströmt. So wie der Vater von Kimchi. Nee, in meiner Wohnung riecht das. Wonach riecht's denn? Nussig. Frisch. Frech. Fröhlich, dreimal F, auweia.